Herzlich willkommen zum Newsletter 160, in dem wir Sie ganz herzlich zum Tag des Schreiners und der Schreinerin am kommenden Wochenende einladen. Wieder sind es 2 Tage der offenen Tür, bei denen wir zusätzlich zu den Führungen durchs Gelände auch Kochworkshops anbieten, und zwar am Samstag um 11 und am Sonntag um 10.30 Uhr. Diesmal werden wir zum Empfang Flammkuchen reichen und unter kompetenter Begleitung den fränkischen Rohen Kloß und seinen Verwandten den Baunzen huldigen. Diesmal mit vegetarischer grüner Pfeffersoße, aber natürlich haben wir wie immer auch Saibling und Fleisch aus verantwortungsvoller Tierhaltung im Sous-Vide-Becken. Eine Anmeldung wäre wie immer sehr hilfreich. Bald müsste unser Jahrbuch 219 in Ihrer Post sein, falls nicht, bitte melden. Unter dem keineswegs zufälligen Titel Für Nachhaltigkeit und eine enkelgerechte Zukunft zeigen wir auf 76 Seiten, was uns im letzten Jahr wichtig war. Und die ganze Geschichte des Jahrbuchs seit 1997 erzählen wir in einem Blogbeitrag. Viele Seiten widmen wir den Antworten auf die kritischen Fragen der Journalistin Susanne Hausdorff, die zusammen mit der Fotografin Annika Maas ein Buch über Nachhaltigkeit in Franken schreibt. Alle Unterstreichungen im gedruckten Buch können Sie in der interaktiven PDF-Version direkt anklicken. So finden Sie zu allen Aussagen auch Belege und die Hintergründe. Die Enthüllung der hier schon vorgestellten Küche für das Herzburger Tierheim rührte zu Tränen. Die kleinen Besonderheiten von den gelaserten Katzenpfoten bis zur Vielfalt bei der Holzauswahl erzählen wir im Video. Wir stellen eine neue Küche mit runder Halbinsel aus Buche vor und zeigen das Meisterinnenstück von Sophia Wagner, die Sie bei uns auch bald als Beraterin erleben dürfen. Weil uns ein Journalist um eine Kurzfassung unserer Nachhaltigkeitsziele gebeten hat, haben wir diese in nur 7 Sätze gepackt. Wer unser Buch ganz bequem lesen möchte, könnte sich unsere Relaxsessel von Jori noch bis Mitte Januar in der Relax-Aktion bestellen oder sich den 6. Essblattstuhl Puro oder Oscarini einfach schenken lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag des Schreiners oder wann immer Sie dazu die Muse küsst und wünschen noch einen schönen November. Bis bald!